Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Bielefeld und wir sind in der letzten Folge Trainer des Monats geworden. Da sehen wir es doch mal. Ist natürlich für uns sehr, sehr gut. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen und auch wahnsinnig unterstützen. Und natürlich geht auch schon mal ein Dankeschön raus an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Und auch ein herzliches Dank an die neuen Abonnenten. Schön, dass ihr ein Abo da gelassen habt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit dieser Startformation jetzt rein ins Spiel. Ich habe wieder kein Risiko gemacht. Das ist die totale A11, also die Spieler, die im Moment richtig gut drauf sind. Ich will wirklich kein Risiko eingehen. Und deswegen geht es jetzt im Heimspiel gegen Bielefeld. Let's go. So, Moukoko war ja gut drauf. Dann hat er sich ja verletzt. Und jetzt ist er wieder mit dabei. Let's go. Muss auf jeden Fall eine deutliche Reaktion rein als gegen Brügge gestern. Das war nämlich gar nichts. Ist der Franz. Anrade. Anrade probiert. Guter Schlenker. Das wäre jetzt vielleicht mal Undochi. Moukoko bietet sich da an. Umläuft er auch. Chance ist, glaube ich, schon wieder raus, ne? Ja, ja. Nicht gut gerade. Moukoko. Gut gestartet, gute Drehung. Aber dann braucht er da ein bisschen zu lange, ja. Gut gehalten vom Keeper. Das war aber auch nicht gut von Moukoko gemacht. Es war, glaube ich, ein Schlenker zu viel. Eckball. Ja. Nächster guter Versuch. Aber auch wieder zu harmlos letztendlich. Udochi, schön. Udochi. Nächste gute Möglichkeit. Du hast der Franz. Moukoko. Nee. Und warten irgendwie, dass Moukoko das da alleine regelt. Jetzt mal Anrade. Sieht, dass Udochi da geht. Wunderbarer Ball. Udochi. Boah, was? Wie kann er den nicht machen? Weil er den nicht satt trifft. Ah, schade. Jackie vielleicht jetzt mal. Anrade. Ne, es ist Moukoko. Anrade. Udochi, das gibt es nicht. Also, boah. Oh, das gibt es nicht. Erste gute Möglichkeit. Wird aber vereitelt von uns. So, es macht keiner die Laufwege mit. Es ist wieder offensiv keine gute Vorstellung. Jetzt komm, sag ich's, macht Jell hart. Das gibt's nicht. Also, was ist das? So. Kein Elfmeter. Ja. Gut aufgepasst von Kammerwinger. Hart. Die muss er jetzt machen. Den macht er. Oh mein Gott, endlich. Also, wie viele Chancen brauchen wir denn noch? Kammerwinger, gut aufgepasst da im Mittelfeld. Und Jell Hart haut den rein. Aber in der Saison sind wir echt noch nicht so richtig. Denn wir lassen hier eine Großchance nach der anderen liegen. Das ist richtig nicht gut, ist das. Aber wir führen jetzt wenigstens. Es gibt noch mal einen Doppelwechsel. Lukeba kommt rein. Und Wimmer. Lukeba. Iyasaku probiert es. Nächste Möglichkeit. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Also. Wieder so ein komischer Fehlball. Also. Bekommt schon wieder nicht die Spieler, die ich haben will. Und Bielefeld, boah, beinahe mit der Führung. Also es ist identische Kopie zum Club Brügge-Spiel. Letztes. In der letzten Folge. Es ist genau identisch. Haben geführt, hatten alles im Griff. Und jetzt gibt es vielleicht nochmal einen Konter.
Den müssen wir jetzt aber gut ausführen. Musa. 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 Er macht ihn. Wenigstens mal ein bisschen Glück hier. 2-1. Musa. Komplett ein Sprint von der einen Hälfte zur anderen. Ja, und das geht in Ordnung. 2-1. Musa trifft. Abschluss. So, jetzt mal hier pressen, denn. Oh Mann, was sind das denn wieder für Lücken da? Es ist unglaublich. Mann, Mann, Mann. Also das Gameplay ist heute wieder. Ja, guckt euch das mal an. Ja, wieder so ein Ballverlust, wie wir ihn ständig die ganze Zeit haben. Abseits, oder? Ne, wir gewinnen mit 2 zu 1, aber es ist ein Zittersieg, obwohl es eigentlich hätte gar nicht so sein müssen. Müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Aber Sieg ist Sieg, wir bleiben weiter oben dran. So, jetzt geht's gegen Schalke. Wir jetzt mit 13 Punkten bleiben wir. Da sind sogar ein Platz oben raufgerutscht auf Platz 7, gefolgt von Union Berlin. Die haben aber ein Spiel weniger. Und Schalke ist unten mit drinnen mit 5 Punkten. Startformation für dieses Spiel seht ihr jetzt. Lukeba, Van der Ven werden die Innenverteidigung bilden. Und Cherki und Nusa, Chan Hart werden in die Startelf rücken. Deswegen gehen wir rein. Let's go. So, auf geht's. Heimspiel. Stark. Schon wieder so ein Chancenwucher, den wir nicht reinmachen. Check. Oh Gott. Musa. 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 Schade. Total unnötiger Ballverlust wieder. Van de Ven. Nee. Mal weniger Anrade. Nusa probiert. Ja. Also wie gesagt, da habe ich wieder nicht hingespielt. Sadik probiert, aber ja. Was ist das wieder für ein Abwurf? Wieso legt sich Nusa wieder den Ball so weit vor? Van de Ven. Das ist der einzigste, der hier mal gute Leistung bringt. Also. Ja, das ist. Bitte was? Was? Das war doch Ball gespielt, oder? Naja, also Schalke hier mit der Chance kurz vor Schluss. Nee. Gut gehalten. Und jetzt gibt es ja vielleicht noch mal die Chance kurz vor Ende. Da habe ich wieder nicht hingespielt. Aber okay. Muss. Ach Gott. Ja, 0-0. Also Glück, dass wir da nicht in Rückstand geraten sind. So, Anrade. Das war gute Überlegung, aber. Asta Franks schießt denn einfach mal aus der Distanz, aber nicht. Nee. Mukoko, es war jetzt mal gut gespielt. Und jetzt müsste es mal machen. Er macht es 1 zu 0. Ist auf jeden Fall verdient, definitiv. So. Damit gehen wir jetzt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, wechseln wir noch einmal schnell. Hier ist Saro kommt für Andrade und Moreira kommt für Jerky. So, und jetzt heißt es, die Null halten, mal kein Gegentor bekommen. Linker stark. Aber wieder so ein Fehlball, der hätte nicht sein müssen. Und schon wieder bekomme ich einen anderen Spieler zugewiesen, den ich gar nicht haben will.
Also, ich sag's eben noch. Unglaublich. Ist das erste Mal, dass Frimpong jetzt hier mal einen Offensivlauf einsetzt. Das kann nicht sein. Hier ist Saku abgeblockt. Natürlich wird er dann da abgeblockt. Geht doch. Mokoko Doppelpack 2-1. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Wieder 2-1. Also. So, ihr Saku, da wird er noch abgeblockt und Asta Franks mit einer. Mit der nächsten Vorbereitung Mokoko Doppelpack. Und jetzt kein weiteres Gegentor, bitte. Asta Franks. Auf ihr Saku holt er sich den gut runter. Ach, nee. Wieder abgefälscht. Also. Asta Franks. Probiert's aus der Distanz. Hier ist Saku Moreira auf Mokoku. Was? Oh, wir haben so ein Dusel mit unserer Chancenverwertung. Was passiert hier? Moreira. Moreira! Schade. Ah, es gibt Gelb-Rot, ja. Gelb-Rot für Asta Franks, das war nicht meine Absicht. Aber wieso fault er denn da nochmal, obwohl der Ball schon mal weg war? Verstehe ich auch nicht. Bis zu später. Ja, Schalke probiert sie nochmal. Moreira. Jetzt mal eine gute Ballannahme. Hier ist Saku, muss es probieren. Er legt sich den Ball halt wieder so weit vor. Da schwimmt der Wechsel von. Und damit gewinnen wir. 2-1. Das ist wieder ein Zittersieg, aber letztendlich ist es ein Sieg. Und so soll es sein. So, das war's wieder mit dieser Folge. Zwei Zittersiege, jeweils 2-1. Kriegen für meinen Geschmack ein bisschen zu viele Gegentore. Als nächstes geht es dann morgen in der Champions League gegen Dinamo Zagreb. Spielen wir auf jeden Fall erstmal auswärts. Tabellensituation können wir uns auch nochmal angucken. Wir sind jetzt Dritter, weil wir genau nur 3 Punkte haben. Ist ja klar. Club Brügge und Dinamo Zagreb jeweils einen Sieg, einen Unentschieden, sind also noch ohne Niederlage. Und Manchester City, kann man so sagen, die Enttäuschung in dieser Gruppe, haben noch nicht ein Spiel gewonnen. Ja, deswegen wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel morgen. Schaltet dann gerne wieder ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.